Grüß euch, Mateka hier. Willkommen bei einem Video, in das sich hauptsächlich mit den neuen Devs von 7 Days Debated beschäftigen wird. Ein kurzer Vorgeschmack. So, naja, nicht ganz Oberkante gehört da nicht hin. Das ist die bevorzugte Aufstellung von Ihnen. Natürlich war es doppelt geprägt und bevor ich wirklich dazu komme, mache ich jetzt noch schnell noch was anderes. Und zwar habe ich jetzt gerade zwei Kisten gefüllt. Zwei Heldenkisten und es ist dabei gut gegangen. Ich habe, weiß nicht, ob man es da erkennt, ich habe jedenfalls die 16 Angriffe, die dafür nötig sind, gewonnen. Zwischendurch waren da Gegner, die reingesprungen sind. Und warum erzähle ich das jetzt so stolz? Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert wäre, aber ich habe schon lange nicht probiert, irgendwie viele Trophäen zu erreichen. Ihr seht jetzt, 3363 ist mein Rekord. Natürlich wäre viel mehr möglich, wenn man es drauf anlegt. Also, ich habe jetzt zufällig noch Füllen von diesen beiden Kisten. 3345, und weil das gerade so gut passt, werde ich jetzt zwei Angriffe noch machen. Schauen wir mal, das ist zwar jetzt der erste Gegner, naja, bringt nicht so viele Punkte, wie ich gern hätte. Umgekehrt aber sollte ein recht einfacher Gegner sein. Ich habe übrigens alle 16 Angriffe mit diesem Team, das ihr oben seht, jetzt durchgespielt. Das ist einfach, inzwischen weiß ich genau, wann ich was machen muss. Und natürlich, wenn gar keine lila Steine kommen, hat man ein Problem, aber man hat schon eine gewisse Zeit, dass man die 6 Steine findet, die man benötigt. So. Kann natürlich, wenn das jetzt daneben geht, das würde natürlich blöd ausschauen. Hoffen wir mal da auf den Diamanten. Ja. Dann wäre der Angeschmierte. Aber tatsächlich ist da jetzt der 6. Stein. Und auch wenn der Angriff in der Situation normal noch nicht durch ist, aber viel haben die Gegner dann meistens nicht mehr zu melden. Okay. Dem vielleicht sogar mehr, als man recht ist. Jetzt brauche ich die Verteidigung an. Das Schöne ist ja, dass die Lakaien, also ich sage immer Lakaien, die Feinde, die von Amethyst auf die Gegner beschworen werden. Das Schöne ist, dass die ja gleichzeitig die Heilung verhindern. Und deswegen ist es zum Beispiel kein Totalschaden, wenn jetzt irgendwie Vivica auslösen sollte. Er bringt sie einmal selbst um. Vivica wird natürlich nur dann auslösen. Also ist das die Version, die Version, die wiederbeleben kann, aber auch vor diesem Angriffsboost bin ich geschützt. Und jetzt sollte er ein paar Chancen haben. Passt. Also der Rekord rückt näher. Ich habe jetzt nicht vor, dass ich da weiter auf extra Riesenrekord, das tue ich zum anderen Zeitpunkt. Das ist jetzt natürlich interessant, weil das einerseits ein Gegner ist, der schon für die Verhältnisse noch viele Punkte bringt. Umgekehrt aber eine sehr unangenehme Def für mein Angriffsteam hat, deswegen werde ich da jetzt rollen in dem Fall. Habe ich vorher nicht gemacht, möchte ich betonen, aber ja, 15 Punkte. Würde reichen für einen Rekord. Wie gesagt, den allerhöchsten brauche ich jetzt nicht. Ja. Es wird halt leider Mio nie auslösen. Das heißt, schauen wir mal, vielleicht doch nicht. Also jetzt löst sie sich aus, weil sie auf wenig Leben. Nein, doch nicht, kommt nicht auf wenig Leben. Dadurch ist der Angriff durch. Ich kann nur überlegen, ob ich einen aufhebe, damit der Minion größer wird. Ich rede schon wieder vom Minion natürlich da. Na, das ist dann nicht notwendig. Ist eigentlich ein lustiges Team, weil es eben komplett ohne Heilung auskommt, ohne echte Heilung halt. Also natürlich heilt sich der Ninja selbst. Der Oni Wakamaru. So, das waren jetzt 18 in Serie Siege. Eigentlich schade, eigentlich sollte er fast weitermachen. 3372, aber das ist mir jetzt trotzdem keine Flasche wert. Das ist irgendwann, also es ist einfach. Das Niveau von den Pokalen ist ja in letzter Zeit gestiegen. Das war vor Jahren, war es vielleicht, ich weiß nicht, so wie jetzt über 3300, war damals vielleicht 3100.
Und es hat jetzt schon Leute gegeben, mit diesem, man sieht eh oben, 3, 5, 54. Das ist natürlich enorm hoch, aber ist auch nicht so abwegig. Also wenn ich da jetzt immer wieder Flaschen kaufe, ich glaube schon, also 3000, ich sage mal zumindest 3, 4, 50 ist für einen Account wie meinen, glaube ich, immer reproduzierbar. Also natürlich, habe jetzt 3, 5, 54 ist schon wirklich hoch und der wird sich wahrscheinlich jetzt länger nicht ausgelockt haben und das zelebrieren, dass er ganz vorne ist. Aber mit ein bisschen Zufallselement, weil es halt gerade gut läuft, ist auch das nicht. Ich muss ehrlich sagen, 3600 habe ich noch nie gesehen, aber es würde mich jetzt auch nicht überraschen, jetzt einmal, wer 3600 hat. Weil es einfach von der Formel her, wie sich die Punkte berechnen, schafft man es schon als guter Spieler mit einem starken Account, dass man 200 Punkte vor der Masse da, sagen wir, ist. Und jetzt ist die Masse da auf 3,240, also wie gesagt, so auf 200 Punkte davor, 3,3. Wenn man da zur richtigen Zeit online geht, das sollte funktionieren. Ich habe jetzt kurzfristig meinen Rekord ein bisschen erhöht. Vielleicht mache ich es irgendwann einmal, dass ich schaue, wie weit es raufgeht. Aber das ist, wie gesagt, für mich kein großes Ziel. Das Zweite, was ich jetzt noch vorhabe, noch davor, ist, dass ich jetzt meinen Seelenaustausch mache, meinen Seelentausch. Das Video ist, glaube ich, fast schon 3000 Mal gesehen worden dazu. Taugt mir, dass das so viel ist. Es ist Rekord für mich, für so ein längeres Video. Es ist so, ich muss einfach Quintin nehmen, es führt kein Weg dran vorbei, weil ich ihn für Türme brauche. Ich finde ihn auch sonst gut. Das einzige Problem für mich ist, dass ich in Blau so wenig Aufstiegsmatz habe, beziehungsweise jetzt habe ich zwar genug für einen Helden wieder, aber es warten im Prinzip drei Helden schon drauf, dass sie gelevelt werden. Deshalb würde mir persönlich jetzt für einen Krieg eigentlich Hohenwerf mehr bringen, glaube ich, weil ich brauche einen Kollegen für Hardtor im Angriff als so Kontrollanteil. Und da würde ich ihn eigentlich ganz gern haben, Hohenwerf. Aber noch einmal, die Türme sind mir wichtig. Es gibt keine Möglichkeit für mich sonst an Quintin zu kommen. Und er scheint nach den Berichten von Klops und Caloana für die letzten Turmlevels halt die beste, also die beste Möglichkeit zu sein. Deshalb wird er jetzt eingetauscht. Ich habe jetzt etwas mehr Helden muss ich weggeben, als ich wollte. Also ich habe in letzter Zeit weniger beschworen, beziehungsweise habe ich nicht ganz so, wie soll man sagen, ich war nicht auf dem Seelentausch so vorbereitet, wie ich mir gedacht hätte. Und jetzt muss ich tatsächlich ein, zwei Helden verleveln, die ich nicht noch einmal habe. Wobei, na, den wollte ich nicht, weil so habe ich mir das vorgenommen. Das wären die 20, ja. Nein, in Wahrheit habe ich es jetzt eh so. Kann ich natürlich damit leben, dass ich diese Season 1 Helden weggebe, obwohl ich sie weder gemaxt habe, noch, also teilweise für Sanias, Justitia und Quintus trifft es zu, noch ein weiteres Mal, aber die kommen irgendwann einmal wieder. Es geht nur mir als Prinzip, es ist ja in Wahrheit eh wurscht, weil von den hinteren Helden, da werde ich die meisten nie leveln. Aber es würde mir schwerfallen, einen Monatshelden wegzugeben von einem alten Monat, der ja halt irgendwie allein für die Sammlung. Aber jetzt 20 Stück und Quintin ist in meinem Besitz. Ja, da ist jetzt nichts. Chamäleon habe ich oft genug. Da ist jetzt nichts dabei, was. Na, da habe ich einmal gemaxt und werde sich ein zweites Mal brauchen. Und die anderen sind sowieso eher schwächere Helden oder nicht so wichtige. Grüß Gott, sage ich da, der kitzert aber schön. Da muss ich ja fast einen Screenshot machen. Interessant, dass nur dieser Seelentauschheld so glitzert und dass das nicht immer so ist. So viel dazu. Und jetzt aber zum eigentlichen Thema von dem Video. Leider ist es immer, wenn der Reset kommt, dass das Board schnell wieder leer ist, weil zu Beginn meines Videos oder kurz davor war eigentlich gerade ein guter Zeitpunkt, um eben das aufzunehmen. Ihr seht, es wird Ukkonen bevorzugt und Ukkonen allein habe ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen unterschätzt. Ich habe mir das jetzt nicht noch einmal angeschaut, mein Vorstellungsvideo zu ihm. Ich habe sicher betont, dass er besonders als Denk stark wäre, aber ich habe gleichzeitig auch sicher irgend sowas gesagt, wie, dass ich nicht glaube, dass er sich durchsetzt und halt einer der Allerstärksten oder der Allerstärkste sein wird. Und das scheint sich jetzt aber zu ändern. Wenn man jetzt noch mal kurz rausschaut, unsere Punkte sind wirklich sehr niedrig. Also wir kämpfen darum, überhaupt auf 6.000 zu kommen. Ich meine, sagen wir mal, mehr als 6.500 können wir uns gegen Seven Days Departed in unserer
Zusammenstellung jetzt als Allianz nicht erwarten. Wir haben zwar von den Accounts und Punkten her, ja, sind wir vielleicht die viert-, fünftstärkste Allianz insgesamt, aber unsere Schwerpunkte liegen halt viel mehr bei Events und mythischen Titanen und dadurch sind bei uns viele Helden nicht gebreakt, die woanders gebreakt sind, beziehungsweise wird halt auch beschworen in die Richtung. Also dadurch, wir haben schon gehört vom Plan von Seven Days Departed oder davon, dass sie halt mit Ukrainern spielen, die haben schon den letzten Krieg so bestritten und haben vorher geschaut, ob wir das auch machen könnten und wir sind halt wirklich meilenweit davon entfernt. Und ich muss sagen, ich persönlich auch, mich interessiert es nicht, dass ich meine Heldenmünzen rausschmeiß in der Hoffnung auf Ukonen, der wirklich nur für die DEF geeignet ist. Und wir wissen ja, wie das läuft. Das ist vielleicht jetzt für ein paar Monate die beste DEF, möglich, weiß man noch nicht. Und dann ist es aber wieder anders und nur dafür meine Heldenmünzen raushauen, ich habe lieber einen Helden, den ich aktiv und lang spielen kann. Aber was ist jetzt so gemein an dieser DEF? Gehen wir mal auf Ukonen selbst. Er macht 230% Schaden, das ist gar nicht, also ist nicht viel eigentlich, ist nicht schrecklich. Aber das Paket, was sonst noch alles dabei ist, macht ihn einmal sowieso als so einen starken Tank, das habe ich ja immer schon so behauptet, aber so richtig gut wird er mit diesen beiden Nachbarn. Und da ist gleich der zweite Held, der mich überrascht hat, dass er so stark ist, und das ist Shabu Qing. Den habe ich auch bei meinem Vorstellungsvideo schon als guten Helden bezeichnet, ich habe aber nicht geglaubt, dass er wirklich in die normalen Devs reinkommen kann. Also Rush-Devs vielleicht schon, da war er eh schon recht unangenehm im Turnier. Aber das mittelschnell und als Nicht-Tank, dass das halt reicht, hat mich überrascht und es ist aber wirklich extremst unangenehm. Und zwar diese Kombination, jetzt gehen wir wieder auf Ukonen. Wenn er auslöst, minus 40% Angriff für 3 Züge für alle Gegner. Das verhindert natürlich, dass man einen guten Gegenschlag starten kann. Also nicht Gegenschlag im Sinne der Spielmechanik, ihr wisst schon, einfach einen Gegenangriff. Jetzt war noch schlimmer, gegen Eischaraktere kann dieser Statuseffekt nicht gesäubert werden und hält 2 Züge länger an. Das ist brutal, weil nicht gesäubert werden bedeutet natürlich auch gleichzeitig, man kann nicht mit einem Angriffsboost neutralisieren oder halt weggeben. Und man will natürlich eigentlich den blauen Tank mit blau angreifen und das ist dadurch ein großer Gamble. Wenn es funktioniert, wenn die Steine drunter liegen und irgendwie, dann wäre das natürlich fein. Das Problem ist jetzt aber, selbst wenn es scheinbar funktioniert, ist Ukonen ein Kämpfer, kann also zu 30% wiederbeleben und löst dann meistens aus. Also selbst wenn blaue Steine drunter liegen, die vielleicht auch noch reichen, ihn umzuhauen, dann ist noch lange nicht das damit gesagt, dass das, sagen wir mal, ausgestanden ist, das Ganze. Dann kommt dazu dieses sehr unangenehme Passiv, vor allem wenn der Held in der Def steht, ist das sehr stark. Also wenn er das erste Mal den Kampf mit wenig Leben beginnt, dann kriegt er plus 15% Lebenspunkte und 15% Mana. Die Lebenspunkte, ja, könnte man sagen, die sind nicht so schlimm. Aber das Mana bedeutet dann ganz oft, dass er dann sofort geladen ist. Obwohl nur ja 15% mit Mana-Boost sind es halt, ich weiß nicht, sind es plus 20%, sind wir auf 18%. Aber das reicht dann so oft aus, weil er einfach genau dann normal auf wenig Leben ist, wenn er halt schon irgendwie Steine abkriegt hat, vor allem falls man mit Blau angreifen würde. Dann geht sich das oft über Steine aus, dass er auf wenig Lebenspunkte kommt. Und das ist halt brutal und das ist jetzt noch nicht fertig mit dem mit Angriff Herabsetzung, sondern der Wirker und nahe Verbündete stellen über 3 Züge 618 Lebenspunkte her und das wird zurückgesetzt, wenn sie getroffen werden von einem Special. Das ist jetzt auch wieder nicht das Allerschlimmste, das spielt halt alles zusammen, dass jetzt das Paket von den Helden, die da in der Mitte stehen, unangenehm sind. Sondern das dritte ist jetzt auch noch einmal, oder das ist sogar schon der vierte Punkt, ich sage der dritte Punkt und mit dem Familienbonus und ja gut, das ist ja nicht das Schlimmste, sage ich jetzt einmal, aber mit dem Passiv und was da so rundherum ist, ist jetzt eigentlich so ungefähr der fünfte Punkt. Der Wirker und benachbarte Helden sind 3 Runden gegen Boni-Entfernungen immun. Das könnte jetzt wenig Bedeutung haben, so wie ich ihn vorgestellt habe, ist es darum gegangen, dass ja dieser Life-Gain, also diese Heilung über Zeit, dass die halt nicht entfernbar ist. Aber das Problem ist jetzt, die Helden, die daneben stehen, Forzis ist einfach
für mich der böseste Dev-Held, was das betrifft, einfach weil er so unangenehm, also weil es so unangenehm ist, um ihn herum zu spielen. Und wenn er einmal ausgelöst hat, dann hat er fast dauerhaft verspotten. Weil es schwierig ist, dann so zu spielen, dass man das abwarten kann und dass man so lange überlebt. Jetzt hat aber Forzis eben Taunt und dieser Taunt wird mit Ukonen nicht entfernbar. Und Xiaowu Qing hat die nächste ganz unangenehme Fähigkeit, nämlich Ausweichen. 45% für 4 Züge, also richtig lang. Und das bleibt ja dann sehr oft nicht bei 4 Zügen, weil er ja zu 50% geht, sogar auf 5 Züge. Und in Summe ist dieses Zentrum halt einfach ganz grauslich zu bespielen. Und ich rede jetzt so daher, muss ich gestehen, ich weiß das jetzt quasi nur aus Theorie. Ich habe bis jetzt einen einzigen Angriff gegen so ein Team gemacht. Ich muss gestehen, dass ich nicht ausreichend kriegsmotiviert derzeit bin, dass ich da jetzt viel herumteste und mir das genau überlege. Auch deshalb, weil wir gegen Seven Days die Partie sowieso verlieren. Und wenn wir schauen, ob die nächsten Allianzen sich daran anpassen und ob die halt auch so viele Helden haben, die das so unangenehm machen. Würde neben Ukonen jetzt nicht Forzis und nicht Xiaowu Qing, vor allem nicht Forzis stehen, dann wäre das viel, viel weniger unangenehm als in der Kombination, wo eben Forzis dann den Taunt nicht entfernbar kriegt. Und ja, jetzt schauen wir, warum das jetzt bei Seven Days Debatte so brutal ist. Ein bisschen überblicksartig sieht man es da. Ich habe es nicht ganz genau abzählt. Die einzigen, die ich abzählt habe, sind Forzis. Sie haben 29 Forzis. Sie haben, ich würde schätzen, ja, so 3-24 Ukonens. Und sie haben 19 Xiaowu Qing daneben. Wuching, nicht Wuching, oder? Schauen wir nochmal. Na doch, Wuching. Natürlich am Rand hat jeder fast, ich glaube bis auf einen oder zwei, hat jeder Ogima dabei. Ogima ist wie immer sehr wichtig zum Beschleunigen vom Team. Also sehr wichtig ist übertrieben, aber es ist halt ein Vorteil, wenn man das Team beschleunigen kann. 5% schneller ist jeder Held dadurch. Und natürlich werden gewisse Helden dadurch ausgeschaltet. Also Minion-Helden will man halt nicht unbedingt dagegen mitnehmen. Und dann hat sich da als letzter Held noch Erlang Shen durchgesetzt. Den empfinde ich sowieso für sich genommen schon sehr gut. Und in dem Fall ist er halt, kann er noch zu Interaktionen führen mit Ukonen. Wenn also irgendwie so der Kampf ein bisschen hinzieht, oder Erlang Shen, warum er immer vorher auslöst, macht Erlang Shen den Angriffsdown. Wenn er entfernt wird, kriegt man, da steht 705 Schaden. In der Praxis ist es dann noch mehr, weil die Def einen Attack-Boost kriegt von 20%. Ich weiß nicht, früher waren es 20%, ist jetzt irgendwann einmal angepasst worden. Müsst ihr mal nachschauen. Das ist, glaube ich, ein bisschen heruntergesetzt worden. Vielleicht ist es jetzt bei 15%. Auf jeden Fall ist im Kampf dann dieser Schaden, der zugefügt wird, höher, wenn der Def-Boost verändert wird. Und Ukonen macht eben genau das, Angriffsboost, Entschuldigung. Der macht auch einen, überschreibt den dann und dann wird der Schaden von Erlang Shen sofort wirken. Also, ich habe wirklich keinen Spaß, also keine Vorfreude auf die Def. Und ein bisschen ärgert es mich, dass ich das in meinen Vorstellungen unterschätzt habe, wie stark diese Kombinationen sind. Weil, also nochmal, wie gesagt, Xiaowu Qing ist für sich genommen schon mal sehr unangenehm in der Def. Er braucht natürlich irgendwie ein Team, das genug Zeit hat, dass so eine Flanke, die mittelschnell ist, überhaupt zum Auslösen kommt. Genau, was ich bei Xiaowu Qing auch noch nicht behandelt habe, ist seine Änderungsimmunität. Das ist eine der allerstärksten Alpha-Powers, die es gibt. Vor allem für Helden in der Def, also schon für andere, aber für Helden in der Def ist das besonders mächtig. Ja, jetzt habe ich die Def von Ihnen glorifiziert, ob sie wirklich so gut ist. Ja, das muss ich jetzt erst herausstellen, vor allem wenn man auch sich darauf angepasst hat. Ich schicke gleich mal vorweg, ich habe mich nicht darauf eingestellt und habe jetzt nicht vor, irgendwelche besonderen Teams zu basteln. Natürlich werde ich das eine oder andere Team vielleicht anpassen, das ich sonst anders spielen würde, also gegen andere Tanks schon anders gespielt habe. Aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, dass ich da jetzt richtige Antwort darauf finde. Wenn jemand von euch schon einen guten Plan dagegen hat, postet es gerne in den Kommentaren. Es wird, natürlich geht grundsätzlich immer, dass man einfach ein schnelles Angriffsteam hat und wenn das Team geladen ist, wenn ein 7-Steine-Stack oder sonst irgendwas geladen ist, bevor Ukonen auslöst und nachdem Forzis seinen
also nachdem das Verspotten des, der Alpha-Don't weg ist, dann wird man natürlich meistens gewinnen können. Aber das sind Kämpfe, die man eh gegen jeden Tank gewinnt. Die Frage ist, was passiert, wenn die Steine nicht so gut sind, dass vielleicht eben der Tank auslöst. Und es, ja, zusätzlich kann eben das mit, dass er ein Kämpfer ist und durchs Passiv kann das auch natürlich reinspielen und das erschweren. Es wirkt jedenfalls schon so, als ob diese Aufstellung ganz vorn dabei sein könnte. Also, ich habe gehört, sie haben gegen Aggressive den letzten Krieg, glaube ich, ja, da hat Aggressive so ungefähr 6500 Punkte gemacht, glaube ich. Das ist für Aggressive sehr wenig auch. Die sind im Angriff besonders stark und ja, deswegen würde mir das, wie soll man sagen, es ist schon ein Anhaltspunkt, dass wir jetzt da kämpfen, dass wir überhaupt auf 6000 kommen und dass Aggressive nur 6500 gemacht hat, lässt schon vermuten, dass diese Def stärker ist, zumindest als die letzten, die gespielt worden sind. Na gut, ich brauche jetzt ein bisschen, bis ich mir Teams finde und werde in den nächsten Stunden meine Angriffe machen. Ich beginne jetzt mit diesem wohl erprobten Team, aber wie gesagt, ich habe noch nie gegen diese Def gespielt. Eines habe ich noch zu sagen vergessen, was auch noch eine gute Synergie ist, ist, dass ja Sha Wu Jing zu 50% bei jedem Bonus oder positiven Stapel, den er erhält, 10% Mana bzw. 10% Leben wiederherstellt. Und das passt natürlich auch gut zusammen, dass Ukkonen im Zentrum zweimal, also zwei Boosts drauf hat. Also kriegt er im Schnitt bei Auslösen von Ukkonen 10% Mana und 10% Leben dazu. Ist das Überheilung? Habe ich jetzt gar nicht geschaut, wiederherzustellen. Keine Überheilung wenigstens. Also ich gehe jetzt auf Aya, meinen Empires and Puzzles Freund, der sowohl bei den Drachen als auch bei den Avengers mit mir zusammengespielt hat und der beim mythischen Titanen nach dem Krieg zu uns kommt und uns hilft, um Platz 1 zu kämpfen. Im Verhältnis sollte dieses lila Team da jetzt noch besser dagegen abschneiden, glaube ich, als manch anderes, also als manch andere Team, weil das Problem wäre bei dem Team, wenn Forzis früh ein zweites Mal auslöst, also wirklich auslöst. Ansonsten geht es da oft die 6 Steine, Alpha Dont, und also warten, bis der Alpha Dont weg ist und dann casten. Problematisch ist es mit Sha Wu Jing, der durch die Änderungsimmunität gegenüber Sergei immun ist und auch, falls nichts im zweiten mit der zweiten Aufladung auflädt. Und ja, der wird ziemlich sicher überleben, Sha Wu Jing. Allerdings brauche ich halt einfach meinen Oni nur 4 Mana und das soll sich schon oft ausgehen, dass dann zumindest der Oni fertig ist und sich Sha Wu Jing selbst mitvernichtet. Naja. Schaut natürlich jetzt nicht unbedingt ideal aus. Jetzt schaue ich genau, warum es auch noch nicht so schlecht ist, ist mit Ukkonen, dass der Angriffsbooster herabgesetzt ist. Den kann ich mal wieder mit Nyx wieder, also da kann ich den Angriff wieder erhöhen und das ist dann nicht ganz so schlimm. Ich werde jetzt da die blaue Drachenbombe in Ukkonen spielen. Einerseits habe ich dann meinen Oni geladen, dann geht das in Gelb über und habe ich Zugriff auf den linken lila Stein und je nachdem, was jetzt sonst noch kommt, hoffe ich, dass ich dann irgendwo eine zweite lila Kombo bilden kann. Okay. Überlegen, ob ich irgendwas anderes vorher spiele. Es wird, der Plan wird natürlich so bleiben, dass ich lila senkrecht spiele und je nach Bedarf halt diesen lila Stein vorbringen oder vielleicht kommt da links schon was anderes. Jetzt schauen wir nur die Reihenfolge, was ist schlauer. Ich glaube, wenn ich zuerst so spiele, dann müsste schon eine schiere Kombo kommen, dass mein Plan zerstört wäre. So. Wie kommen wir jetzt am sichersten, also am schönsten? Das Problem ist, im Forzis darf nicht noch einmal auslösen. Er hat jetzt jeden Mana-Slot an, das hilft zumindest was. Aber.
glaube, es ist am besten, ich mache mir einmal so geschützt und gehe auf diese Combo. Gut. Das war jetzt nicht so schlimm. Muss ganz aufpassen. Es darf natürlich nicht lila senkrecht spielen, sonst wird bei Ihnen Shabu-Ching auslösen. Das wäre schlimm. Der ist ungefähr das Letzte, was auslösen darf. Deswegen hole ich mir jetzt lila so. Puh. Aber das Problem ist, so viel Schaden machen meine Helden nicht. Da kriege ich noch ein ziemliches Problem. Ja. Nichts anderes machen, rauf mit allem. Er wird wiederbelebt. Ah, das ist alles ein bisschen schwierig. Shabu-Ching löst aus. Natürlich muss ich da jetzt einmal aktivieren. Und dann schauen wir weiter. Was ist jetzt das Beste? Ich könnte vielleicht im nächsten Zug, also ich muss hoffen, dass die beiden äußeren Helden an den Lakaien sterben, also an den Feinden sterben, bevor sie weiter auslösen, also bevor sie zum Auslösen kommen. Zumindest einer davon. Das heißt, ich will links noch nicht Fortis auslösen lassen und spiele einmal da so rein. Da wird wieder geheilt. Löst noch einmal aus. Umgekehrt kann ich aber, also ich habe noch immer meinen Schutz, das heißt, ich gehe jetzt sozusagen aufs Ganze und zünd den. Schauen wir, vielleicht kommt noch ein Combo, wo noch ein gut, lila Stein kommt zwar nicht, aber es schaut trotzdem jetzt so schlecht aus. Schadet sich wieder selbst. Ja, das soll durchgehen. Holen wir uns das so. Dann ist er tot. Und jetzt muss ich wieder warten, dass ich ausweichen. Haben wir noch zwei Runden. Und Taunt auch noch zwei Runden. Es sollte halt kein Combo kommen. Passt. Jetzt ist es durch. Aha, der hat noch eine Runde. Kann ich dann irgendwas spielen? Und jetzt stirbt alles. Was ist denn da? Warum ist das immer wieder noch einen Zug? Aber da kann ich jetzt nicht warten. Da kann ich. Ah, von falscher Reihenfolge auch noch. Irgendwas wieder treffen. Passt. Klein aber schnittig. Bei allen weiteren Teams bin ich mir schon nicht so sicher. Ich probiere jetzt einmal, ob das mit Ludwig. Ich meine, dass es funktionieren kann, wenn Ludwig auslöst, ist eh klar. Damit kann man viele Gegner überbauern. Die Frage ist, ob das Team dann auch, falls da die Def in Schwung kommt, trotzdem dann lang genug überlebt. Ob ich da anders spielen sollte, weiß ich nicht. Ja. Ungefähr mit so einem ähnlichen Team oder ungefähr mit dem mache ich oft Angriffe. Ich habe mir da jetzt den einen Gegner ohne Ogima ausgesucht. Das hat den Vorteil, dass mit meinem eigenen Ogima und Xnolfod nicht nur Ludwig, sondern auch die drei anderen Helden geladen sind. Ich hoffe, dass sie auch geladen ist. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass genau 1% fehlt. Na, das wird schon gehen. Deswegen der eine Gegner ohne Ogima, ihr wisst, sonst wird der Xnolfod-Boost zu klein sein. Mit eigenem Ogima dazu reicht er zwar für Ludwig, aber ich würde halt gern so spielen, dass 6 gelbe Steine reichen, um mit Xnolfod auch geladen zu sein. Ja, also kann sein, dass das kein geeignetes Angriffsteam ist. Normalerweise soll es zwar schon so sein, dass man ein bisschen überleben kann zumindest. Und also den einen Plan kann ich einmal vergessen, und zwar den Teil, dass ich vielleicht schnell gelb kriege und den, also der Def zuvorkommt. Das kann ich einmal vergessen, aber es liegt dafür recht viel lila
was natürlich auch einiges wert sein kann, beziehungsweise oft mehr wert ist noch. Jetzt schauen wir mal. Wenn ich blau waagrecht spiele, geht da rot mit ab, habe ich mal rechts gelb vorbereitet und. Ich habe Chance, dass da noch was in Lila nachkommt. Die Frage ist nur folgende. Links, wenn ich, also um meinen Ludwig zu laden, das geht eigentlich mit drei Zügen wäre er geladen. Ich glaube, das muss ich fast machen. Ich glaube, das ist einfach der Schlüssel zum Sieg bei dem Team. Und jetzt probiere ich ihn sicher zu laden. Ah, okay. Das hat das beschleunigt, ist insofern praktisch. Ist jetzt nicht so, dass das für sich so, sagen wir mal, überfein ist. Jetzt, dass es, das Problem ist nämlich, wenn jetzt beide Erlang-Shens oder auch ein Erlang-Shen und danach Ukkonen auslösen, dann ist wahrscheinlich mein Ludwig als Schutz tot. Aber da wäre ich nicht viel dran ändern können. Mana-Gain beginnt einmal. Ah, ist natürlich jetzt eine schöne Bordentwicklung. Und trotzdem ist es alles andere als durch, wenn jetzt die Erlangs meinen Ludwig wegballern. So. Zumindest einen Erlang-Shen vorher umbringen wäre natürlich fein jetzt. Mit was beginne ich? Oder eigentlich war es ziemlich fein, den Sha Wuching loszu. Eigentlich will ich jeden Helden davon loswerden, wenn ich es mir genau überlege. Wenn ich es mir richtig überlege, will ich jeden loswerden. Das wird Sha Wuching reicht. Machen wir das so. Sha Wuching weg mit ihm. Ausgewichen. Ausgewichen. Ah doch, Blödsinn, habe ich mich verschaut, habe ich mich verschaut. Dann kann ich jetzt noch heilen. Vielleicht überlebt er dann eins länger. Und dann hole ich mir so gleich mal an und ich, normal sollte das für Sha Wuching ausreichen. Ja, passt. Das war die Idee. Dass jetzt so viel nachkommt, ist jetzt eigentlich sogar irrelevant. Oder? Ja, genau. So war der Plan, dass er es überlebt, die gegnerischen Specials gefressen werden und jetzt werden die Gegner gefressen. In dem Fall. Ich werde noch mal warten. Puh. Also Ludwig grundsätzlich funktioniert, ja. Aber natürlich, ich meine, dass man die neuen lila Steine so früh kriegt, ist alles andere als selbstverständlich. Es ist halt, falls man das, die Zweitfarbe da ein bisschen passiver auslegt, also nicht mit drei Hittern, so wie ich es jetzt gehabt habe, sondern vielleicht einem Heiler dazu, ist bei der Def schon die Chance da, dass es trotzdem das auch reicht, wenn es ein bisschen später kommt, weil ja nicht so viel Schaden gemacht wird. Am Anfang zumindest. Ein weiteres Team, das schon funktionieren könnte, ist mein Hippo-Team in ganz normaler Besetzung, so wie ich es oft spiele. Begründung ist, dass das Nilpferd ja auch Schaden macht, wenn die Gegner nicht keine Ziel, also nicht keine negativen
Blödsinn, wenn sie ausweichen können. Ihr wisst, was ich meine. Theoretisch auch ein bisschen Schaden vorbei am Taunt machen können. Und zumindest habe ich durch Mio nie für 4 Steine die Möglichkeit, oft Blau für 6 zu laden. Und Garnet kann zumindest, wenn sie rechtzeitig wäre, verhindern, dass Ukkonen den Angriff heruntersetzt für meine blauen Helden. Natürlich sind es mehrere Wenns. Umgekehrt, wenn ich meine 7 Steine gleich einmal kriege, dann presche ich mit dem Team einfach durch. Und wie gesagt, Mio nie erhöht die Chance, dass man rechtzeitig die 7 Steine hat. Also Ziel, entweder schnell die 7 Steine, ideal natürlich, und ansonsten halt hoffen, dass ich gar nicht zur richtigen Zeit parat habe, um negative Statusveränderungen zu vermeiden. Die 3 Ninjas in der Mitte, vielleicht helfen sie, dass ab und zu was ausgewichen wird. Auf geht's. Wie gesagt, alles noch nicht erprobt, das ist jetzt nur in der Theorie. Das ist nicht so ideal. Ich habe halt nicht diesen Rotschutz und es schaut momentan auch nicht noch aus, dass ich schnell genug blau laden kann. Grün kriege ich nur, wenn, dann kriege ich Grünhühn, wenn ich das erste Mal die blaue in die Mitte spiele. Ah, nicht so viel auf ihn. War jetzt aber trotzdem noch gut. Ich hoffe, es geht sich aus. Schauen wir mal. Combo soll halt keine kommen. Jetzt kann ich Mio nie anwerfen. Und wenn keine Combo nachkommt, sollten die blauen Steine, ich meine, reichend und so ist, dass meine Helden geladen sind, aber es darf halt kein Combo kommen, das Ukkonen auslöst. Und ich sage, kein Combo, es geht sich doch nicht aus. Verdammt. Jetzt hat das meinen Plan durchkreuzt. Ich habe vergessen, dass Ukkonen ja 15% Leben und Mana kriegt, wenn er auf wenig Leben ist. Und er kommt mit den beiden blauen Steinen auf wenig Leben, aber ich kann da, glaube ich, nicht dran vorbei. Ah, verdrückt! Und das verdrückt hätte man fast noch gewonnen sogar. Also es ist jetzt schwierig. Mit dem Def. Ah. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich kann nicht, also zuwarten kann ich sowieso nicht, das dauert ewig. Jetzt habe ich mich verdrückt, ich wollte ganz normal die blaue Combo spielen. Hätte, glaube ich, keine Änderung gehabt, deshalb wäre auf wenig Leben, es hätte nichts geändert. Wie mache ich das jetzt? Wie gesagt. Hilft ja nicht. Der Sippo muss halt hoffentlich irgendwie trotzdem genug Schaden machen, dass ich durchkomme. Ist nicht so leicht, weil drüben Shabu-Chin gleich aufheilen wird. Wie gehe ich es am besten an? Schwierig. Schwierig, schwierig. Er geht weg, aber wie auch nicht. Durch meinen Mana-Boost. Ich kann meinen kleinen Ninja, meinen Azure Rider zweites Mal laden, aber ich befürchte, ich komme da nicht durch bei. Komme ich eher auf der Seite durch. Probieren wir es. Muss schauen, dass ich ein paar Gegner zumindest wegkriegen kann. Ah, komme ich nicht durch. Mit dem niedrigen
Schaden, den meine Helden da jetzt machen, komme ich nirgends durch. Ich glaube nicht, dass das was wird noch. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als auszulösen und auf Combo hoffen. Auf irgendwas, dass ich vielleicht in der nächsten Runde noch ein paar Specials einsetzen kann. Ja, zumindest. Ah, das ist eine schöne Combo. Ist zwar nicht ganz ausreichend, dass ich sofort zu so richtig was komme, aber. Der one-shottet ihn. So. So, wie viele Runden haben wir denn da noch? 40% noch 3 Runden. Jetzt wird es ja trotzdem leider nirgends ausgehen. So lang aus. Es ist einfach. Jetzt habe ich wieder da. Jetzt würde ich das Verspotten übersehen, wobei noch 2 Runden, das ist sowieso schwierig. Jetzt kann ich natürlich warten nochmal aufs Verspotten, aber. So, aber jetzt ist der Angriff wieder normal. Jetzt sollte ich doch halbwegs dann durchkommen. Ausweichen können Sie noch 3 Runden, viel zu lang. So, noch eine Runde, noch eine Runde. Kann ein Combo kommen, ist die Frage. Ich glaube nicht, dass da ein Combo kommt. So. Und jetzt. Ach, der ist schon wieder. Der wird auch wieder wiederbelebt. Das ist ja ärgerlich. Würde ich schon sagen, das Board war jetzt eigentlich schon richtig fein und trotzdem ist das alles andere als klar. Noch will ich immer nicht anladen durch irgendeinen anderen Fehler. Der kann nicht dann, wenn er mal wegschießt, schießt er mal weg. Muss irgendwann einmal unter ihm aber spielen. War jetzt vielleicht ein blöder Zug, aber. Mit Death Boost hoffentlich überlebt er. Ja, nein, überlebt nicht. Boah, wenn er jetzt wieder auslöst und das tut er, dann wird es doch nochmal knapp. So ein Blödsinn, was ich da. Wie mache ich das jetzt? Nein, nicht. Der ist richtig bösartig, der Schabutschin. Also ihr habt es gesehen, eigentlich ein sehr gutes, also sehr gutes Board, nicht. Der Anfang war schon ein bisschen holprig, aber dann ist es genau richtig, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und ich habe bestimmt den einen oder anderen kleinen Fehler, wie wir schon gemacht haben, aber auch von der Komplexität her, wie der Kampf verläuft, aber einfach war es nicht.
vierter Anlauf wieder gegen das aus ihrer Sicht perfekte Team. In der Analyse vorher von den Devs ist mir eins noch nicht aufgefallen. Es sind ja Sha Wuqing und Erlang Shen, beides Reisehelden, kommen aus der Reisefamilie. Das heißt, mit beiden Helden gibt es sogar eine 75%ige Chance, dass dieser blöde Ausweichbuff nicht nur 4, sondern sogar 6 Runden hält. Also umso mehr Grund, dass man unbedingt verhindern sollte, noch Möglichkeit hat, dass er auslöst. Der Sha Wuqing, dieser Sack. Ich probiere es jetzt mit der Konstellation, mit dem überlegenen Verhexen. Ich merke es mir nie. Das, wer meine Videos sieht, hat mir bestimmt schon, also etliche Male immer wieder nachschauen gesehen, wie sie das nennt. Überlegener Ed, stimmt eh. Überlegenes Verhexen, sehr gut. Das kann schon einiges bringen gegen die diversen Buffs. Und das Problem ist natürlich, wenn, ja eigentlich ist es ein Blödsinn, was ich jetzt sage. In den drei Runden, die sie nicht entfernbar sind, sind sie nicht entfernbar. Aber gut, es kommt einmal der Zeitpunkt, da ist der Buff ausgelaufen und vielleicht ist dann nur mehr das Ausweichen von Sha Wuqing da, oder es geht am Anfang darum, von Forzis das wegzunehmen, oder auch bei Sha Wuqing die Änderungsimmunität. Es kann schon was helfen, auch das überlegene Verhexen. Und die zweite Möglichkeit habe ich da jetzt mit Waterpipe, dass der zumindest in so einer Situation, wo die gegnerische Def sich stabilisiert hat, kann man vielleicht mit Waterpipe ein bisschen, also ein, zwei Züge oder länger überleben und schafft es vielleicht, dass man einen Gegenschlag noch starten kann. Ist halt meine Überlegung, ob das funktioniert. Werden wir eh sehen, hängt natürlich sehr vom Board ab. Naja. Das Problem ist, wenn ich da rot einfach so anspiele und mir sozusagen wegspiele, dann ist es halt, wie ich jetzt schon sage, weggespielt und dann wird es nicht leicht, dass ich da noch irgendwas weiteres finde. Also, es wären 6 Steine pro Farbe von meinen beiden Farben. Ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Ihr wisst, 7 gibt es im Durchschnitt davon. Aber ich bräuchte im Prinzip eine rote Drachenbombe oder halt viele blaue Kombos. Wie schaffe ich das am ehesten? Ist ein ganzer Longshot, dass ich einen Zugriff auf die vorderen blauen Steine kriege. Wenn ich zweimal da in dem Bereich die grünen Steine wegspiele, hätte ich schon eine blaue Kombo auf der Seite. Aber was mache ich mit einer blauen Kombo? Natürlich wäre es eine Möglichkeit, den Zug vorspielen, dann hätte ich eine rote, aber ist auch wieder, ich bräuchte im Prinzip eine rote Drachenbombe. Wenn ich den reinspiele und drei senkrecht spiele, habe ich mir das Blau wieder komplett verbaut. Dann hätte ich unten aber die Chance, dass wenn Rot auf einer von der Position oder der Position nachkommt, zum Glück ist es etwas versehentlich passiert, dann hätte ich zumindest eine Drachenbombe am Start. Und da sieht man auch, was an Sha Wuqing auch so blöd ist, der hat ja schon wieder seine 10% gleich von Anfang an kriegt vom Mana, nur von seinem Passiv. Also der ist wirklich bösartig. Sollte eigentlich gar nicht auslösen und es wird aber, befürchte, in dem schwer zu verhindern sein. Wenn ich grün, wenn ich diesen Stein noch rechts spiele, könnte ich dann mit diesem lila Stein nach außen spielen, könnte einen roten reinholen und da eine rote Kombo bilden und würde hoffen, dass wo was nachkommt, aber schwierig, schwierig, schwierig. Ich gehe jetzt aufs Offensichtliche, mache mir den so den Zug, kommt blau fahren zusammen und ich habe die Hoffnung, dass irgendwas nachkommt, aber es kommt nichts. Jetzt ist es soweit, Ukonen wird auslösen und ich glaube, es ist besser, ich spiele noch Möglichkeit mehr auf ihn. Ah, okay, so aggressiv wollte das auch nicht. Wenn was nachkommen wäre, wäre es gar nicht so schlimm gewesen, ist aber nicht ausreichend.
Jetzt hat natürlich Blau weniger Schaden, aber ich muss irgendwie jetzt weiterspielen. Ich muss, natürlich, ich weiß jetzt fein, ich soll Blau irgendwie laden können, aber dafür brauche ich wieder. Nur mit der mittleren Kombo komme ich nicht weit. Nur rechts. Ich spiele es jetzt trotzdem so. Vielleicht habe ich irgendwie Glück, dass was Blaues noch kommt. Aber es geht sich nicht aus. Jetzt lasse ich ihn, glaube ich, tatsächlich ein zweites Mal voll auslösen. Wenn das eigentlich Selbstmord ist. Aber ich brauche irgendwie, wie komme ich am ehesten auf eine blaue Kombo noch? Damit könnte ich wahrscheinlich nämlich dann noch ein paar, also lang genug überleben, um auch rot zu laden, aber. Ich kann leider links gar nichts spüren. Und rechts im Endeffekt kann ich nur mit den grünen, gelben oder direkt rot anspielen. Und das ist aber, egal was ich da mache, verbaue ich mir überall was. Und wenn ich mir alles voll vorspiele. Ich probiere es mit großer Kombo. Ist vielleicht ein Blödsinn. Ja. Hat mir nichts gebracht. Jetzt löst er wirklich aus. Jetzt wird es nicht ausgehen, bevor Schabutschin kommt. Und das Gefühl bleibt, dass ich da irgendwas machen hätte können. Es hilft nicht. Es kommt leider zu spät. Ein Held wird dann sterben. Der löst sogar gleich aus. Genau der Heiler, den ich benötigt hätte. Damit war es das dann. Den hätte ich braucht, den Heiler. Nur vier Züge Angriffsreduktion, da komme ich nie irgendwo durch. Und die Gegner haben mich dann beim Krawattel. Das dauert auch noch ewig. Ich probiere jetzt einmal, vielleicht, wenn ich da Glück habe mit dem überlegenen Verhexen, kommt gleich was. Okay, das ist zumindest, das hat funktioniert. Aber ich komme trotzdem nicht durch. Ich habe keine Zeit. Zwei Runden warten kann ich nicht. Ausweichen geht natürlich. Ich sage, ich habe Glück und habe mich nur verschaut. Die Pfeilsalve nimmt die Minions fast weg. Nein, das war's. Und er ist nicht blockiert worden. Das war's. Ist natürlich fraglich da jetzt. Ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt ein Beispiel ist für einen Angriff, den ich verloren habe, weil jetzt gerade die Def so bösartig ist, sondern jetzt habe ich halt meine Helden zu spät geladen. Das hätte wahrscheinlich gegen andere Devs auch nicht viel anders ausgeschaut. So, mein Team, das ich da zur Räumung nehme, muss ich natürlich gern eingestehen, hat überhaupt nichts mit einem speziellen Team gegen diese Def zu tun. Aber ich habe mir nicht ausreichend Gedanken gemacht, beziehungsweise die Gedanken, die ich mir jetzt gerade gemacht habe, sind nicht ausreichend, dass ich was wirklich Gutes gefunden hätte dagegen. Ja, ich meine, Fog kann vielleicht vorher, wenn es ist, Forz ist, die Spellen ganz generell, wenn ich die drei, wenn ich sechs grüne Steine, sechs lila Steine habe und in der Zeit
nicht Fortis auslöst, dann sollte meistens Ukonen oder Shavujin, je nachdem wer da gerade bedrohlicher ausschaut, wegkriegen. Ein bisschen Überlebensfähigkeit habe ich mit Arimas und Toxikandra, aber natürlich, wenn einmal, wie zuletzt auch, wenn Ukonen auslöst und Shavujin hinten nach oder so, dann ist es ganz schwierig. Und das möchte ich dazu sagen, natürlich habe ich vorher übersehen, dass ihr Ukonen die Buffs nicht entfernbar werden lässt. Und deswegen war mein Einsatz von Mariana vorher ja so schlecht, sage ich einmal, aber ich hätte nicht warten können, deswegen ist eh wurscht. Also ich habe nichts dagegen tun können. Es war halt so. Deswegen ist Shavujin so ein Monster dabei. Schauen wir mal. Wir haben schon einige Spieler gehabt, die zweimal jetzt hängen geblieben sind. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie komme ich da am ehesten zu 6 Liedersteinen, nämlich nicht zu. Also ich sehe jetzt momentan keine Möglichkeit. Wenn ich vorne gelb rüberspiele, entsteht auf jeden Fall eine ordentliche Combo. Gehen viele Steine weg, leider davon auch einige auf den Tank, aber da kommt zumindest Bewegung rein. Die Frage, ob ich unten vorher vielleicht mal grün holen sollte als erstes. Ich glaube, das macht nichts. Nur 7 lila Steine, sogar halbwegs koordiniert, aber wenn ich mich da jetzt nicht ganz verschaue, gibt es keine Möglichkeit, dass ich fix 2 Dreier-Kombos hinkriege, die ich eben benötige. Zumindest hat jetzt Shavujin nicht das Auto-Charge gekriegt. Also große Kombo in der Hoffnung, dass rechts noch was kommt. Lila Drachenbombe und Auslösen außen könnte schon für Erlangschein reichen natürlich. Das wäre schon einmal zumindest eine Vereinfachung. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, ich werde den Weg antreten, dass ich Erlangschein wegmache. Eine andere Möglichkeit. Beginnen wir mal so. Das Bittere ist, dass das nicht sicher ist, dass es reicht. Jetzt holen wir da. Nein, er löst aus, er löst aus. Das war natürlich nicht so erwünscht. Jetzt hole ich mir aber grün vorher in der Mitte, dann habe ich. Na, na, es ist so traurig. Jetzt reichen wahrscheinlich die beiden lila Steine nicht mit dem Deft, mit dem Boost weg und dadurch verliere ich einfach gegen den Sack. Es ist so bitter. Dann ist Shavujin hochgeheilt worden. Ich krieg nichts mehr weg. So schlecht. Das war's. Das war, also ich kann nichts mehr heilen, weil er ausgelöst hat. Keine Ahnung, ob da irgendwie was besser ist, also ob das. Ja, ich komme nicht mehr raus. Jetzt kann ich alles auslösen und stirb einfach trotzdem. Komme ich nie durch den Kasperl da drüben. Ich kann nichts entzaubern. Wie dauert denn das alles noch ein Zaubern? Noch 2 Runden. Hilft ja nicht.
Wie viel kriegt er? Wie viel verliert er? 860, das heißt, er stirbt dann noch, wenn ich ihn heile. Schauen wir mal, Heilung zuerst. Dann säubert. Das geht zumindest. Aber das ist so bitter, jetzt verliere ich meinen. Das ist alles miteinander schwierig. Drüben wird hochgeheilt, dann kann ich es ausweichen. In Wahrheit kann ich nichts anderes machen. Muss heilen. Okay, dann. Er ist zumindest weg, aber zumindest eine einfachere Räumung wird, aber keine Ahnung, ob das gelingt. Vielleicht hätte ich sogar jetzt fliehen sollen, weil mir ein bisschen auf wenig Leben war. Wieder aus. Ich würde wirklich nur mal zumindest da in der Ecke den wegbringen durch Auslösen von Grün. Mit ganz viel Glück kommt ja noch irgendwas, aber ich glaube, ich werde jetzt in den nächsten Zügen sterben. Ich hoffe nur, dass ich Erlang noch wegkriegt, dass ich zumindest die nächste Räumung, dass die zumindest einfach wird. Boah. So, das sollte eigentlich nicht mehr überleben, oder? Weil Livegen hat ja keinen einbaut. So, ein bisschen an Schaden, dass zumindest der Autoräumung wird. Zack. Ja, angenehm ist es nicht, wenn man so eine drauf kriegt. Auch natürlich wieder die ein oder andere Situation, die ich da jetzt falsch gespielt habe. Es ist einfach so, wenn man gegen neue Devs spielt. Deswegen macht es schon Sinn, dass man irgendwie neuer aufstellt. Keine Ahnung, schreibt es bitte dazu, falls ich wo irgendwo übersehen hätte, dass ich wirklich zwei Dreier-Kombos in Lila gleich zusammenkriegt hätte rechtzeitig, aber befürchte, es war nichts. Jetzt mit allem, was man eigentlich dagegen nicht spielt, mit Blau gegen ihn und so weiter, aber natürlich gegen den Rest muss es reichen. Na, sowas kann ins Auge gehen natürlich auch noch, wenn der da vielleicht jetzt zweimal überlebt. Okay. Zumindest sterben die anderen. Der hat mir jetzt anderen, der Sheer. Na gut, insgesamt ein guter Beginn und ein schreckliches Ende von mir. Und eben ganz allgemein haben wir uns recht schwer, denn ich glaube, keiner. Ich meine, noch sind nicht alle fertig, aber keiner hat 6 One-Shots bisher gemacht. 22, na, das werden unter 6000 Punkte werden. Und bei 7 Days Departed, wenn man das hochrechnet, noch, ja, so 7800, ungefähr 7700 in dem Bereich, wird sich das dann abspielen. Ja, da haben sie eine bösartige Dev gefunden. Wir beschäftigen uns jetzt natürlich innerhalb von unserer Allianz hauptsächlich mit dem mythischen Titanen, der jetzt kommt. Das ist jetzt, der Krieg ist sowieso schon bevor er begonnen hat, abgeschrieben worden. Und beim mythischen Titanen geht es jetzt darum, dass wir Gypsy Danger herausfordern. Wir haben schon einige, also relativ viele
echte Spezialisten dabei und es kommen dann noch ein paar nach dem Krieg dazu. Trotzdem haben wir bestimmt weniger Bengis als Gypsy Danger. So, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch, dass ihr nicht zu oft auf Shavuqing in der beschleunigten Version stößt. Tschüss!